Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Sto auf Deutsch, Part 112. Und ihr seht schon, was das hier ist. Und ja, das ist der Holodeck-Server. Das ist nicht Dribbel. Wir sind hier auf Holodeck. 50 Glücksboxen und 50 Meisterschlüssel. Die sind accountgebunden, weil ich habe aus dem Mutzke-Store die La Sirena und den Deimos Heavy Zerstreuer, einen schweren Zerstreuer geholt. Das war lange meine Absicht. Ich hatte ja genügend 10 Punkte. Jetzt habe ich noch 1250 ungefähr. Ja, bis ich das nächste Mal das machen kann, wird es wieder ein Jahr dauern ungefähr. Aber jetzt machen wir die Dinger mal auf. Ich habe 50 Infinitäts-Logboxen geholt, weil da die Chance größer ist, dass ich ein Schiff bekomme, das ich etwas teurer verkaufen kann. Wenn ich ein Schiff bekomme, dann kann ich nämlich auswählen. Wahrscheinlich würde ich dann sogar schon die Keldon nehmen. Weil ich habe ja konkrete Pläne für dieses Schiff. So, dann fangen wir an. Und wir haben einen Raumschiff-Dreht bekommen. Dann haben wir eine Konsole bekommen. Cross-Faction oder Salvaged-Konsole. Die sind immer ganz nett. Natürlich gibt es auch noch Löber. Jedes Mal mindestens vier. Diese hier sind zum Beispiel, also die nutze ich ja sehr gerne auf Charakteren wie zum Beispiel eben jetzt eine, die kann ich vielleicht kurz zeigen. Da habe ich bereits schon wieder eine, das ist nämlich eben so eine, diese Cutting Tractor Beam. Diese hier, die nutze ich teilweise eben für alternative Charaktere oder auch auf Vorrat. Dann behalte ich aber in der Regel die Boxen. Die sind übrigens, so wie sie jetzt sind, sind sie charaktergebunden, aber ich kann sie auch öffnen und dann, was dann drin ist, kann ich dann im Exchange verkaufen. So, dann kommt die dritte. So, und das war jetzt ein Borg. Ah, okay, ah, die kennen wir mittlerweile schon. mal schauen. Also das ist das Erste, was man verkaufen kann. Dann ein Trainingsmanual. Die sind sehr wichtig. Da habe ich ja mich auch jetzt gerade wieder kürzlich. Das werde ich sogar aufmachen. Weil. Moment, aha, ja. Ich mach's später, aber ich weiß schon, was ich mir holen möchte. Sicher einmal wieder Chemozeit und einmal Distributed Targeting. Das sind diese Logbox-Trainingsmanual. Und da habe ich jetzt schon 10 oder einmal habe ich, glaube ich, jetzt schon 6 Lobby-Kristalle bekommen statt 4. Die sind immer ganz nett, weil die sind sauteuer. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Austausch. Distributed Tag reicht eigentlich schon. Die Lieutenant-Fähigkeit, die Fenris-Fähigkeit, 12 Mille. Das ist relativ teuer. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt für eine Weile dann wieder genügend von diesen Fähigkeiten habe. Ich habe ja den Build bereits schon vorbereitet, weil ich habe hier nämlich schon meinen Keldon-Disruptor-Build in der Vorbereitung. Da weiß ich auch schon genau, was ich möchte. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eben dieses DT1, dieses Distributed Targeting 1 drin. Und da dies 12 Millionen EC kostet, werde ich hier auf jeden Fall DT1 holen und werde das dann auf den Account verschieben. Und werde damit dann meinen neuen Charakter, der wird Avaroth heißen, wird ein cardassianischer taktischer Föderationsoffizier sein. Sobald der Delta-Rekrut durch ist, kann ich ihn erstellen. Weil das ist nämlich schon der nächste Plan, den ich habe für mein nächstes Let's Play, beziehungsweise also für das fortlaufende Let's Play. Ich will dann euch ein bisschen mitnehmen in der Erstellung und in der Entwicklung dieses Charakters. Und ich habe mir auch schon hier genau
aufgeschrieben, welche Brückenoffiziersfähigkeiten, welche Schiffseigenschaften ich möchte, wie viele Marken ich brauche und so weiter und so fort, welche Konsolen da drin sind. Das steht alles schon genau drinnen. So, jetzt ist natürlich hier, man sieht es hier auch schon, wahrscheinlich werde ich eine von diesen Konsolen dann noch ersetzen müssen, aber ich bin noch nicht ganz sicher, weil das ja ein Disruptor-Bild ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich die Phaser-Lanze da reinmache, weil ich habe ja keine unkonventionelle Systeme auf diesem Bild. Aber wie gesagt, wenn, dann geht diese Phaser-Lanze vom Dämon-Zerstreuer vor allem auf Builds, die unkonventionelle Systeme haben. So, jetzt machen wir die nächste Logbox auf. Ein Tier 5 Schiff. Okay, ich habe jetzt da schon irgendwie auf Tier 6 gehofft. Aber es ist Tier 5. Na gut, okay, nächste. Ein Waffenpack. Keine Ahnung, was das ist. Müssen wir später aufmachen. Ein Research Assignment, Gamma Quadrant. Was ist das? Das ist ein Du. Ja, okay. Ah, okay. Also, das werde ich auch verkaufen. Okay, nächster. Wieder Kit-Modul. Oder. Nee, nicht wieder, sondern. Das ist definitiv. Ja, schauen wir mal, was das ist. Später. Ich glaube jetzt nicht, dass das sehr wichtig sein wird. Die Lobby nehme ich natürlich gerne mit. Das ist ein R&D-Pack. Ich weiß jetzt nicht, ob diese auch für Promo gelten. Ich kann mir vorstellen, dass die auch für Promo gelten. Dann wieder ein Waffenpack. Das kennen wir schon. Zinketi Intelligenzbriefing. Was ist das denn? Das ist auch wieder ein. Ja, okay. Das, ja, ist wieder was Ähnliches. Dann werde ich das auch verkaufen. Wieder ein Waffenpack. Dann das zweite R&D-Pack. Das haben wir hier unten. Wieder Trainingsmanual. Das nächste R&D-Pack. Personal Trade Ground. Okay. Schauen wir mal. Ist da wieder ein Waffenpack? Noch ein Waffenpack. Das zweite Tier 5 Schiff. Wieder ein Waffenpack. Ein Dienstoffizierskader. Ein gewöhnliches. Wird wahrscheinlich nicht allzu viel bringen im Austausch. VIP-Customer. Die sind relativ wichtig, sind aber bound to account. Okay, die sind relativ wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Flottendilithium haben möchte, um Flottenkredit zu generieren. Das ist ganz nett. Das werde ich wahrscheinlich dann sogar einem meiner neuen Charaktere geben, die noch nicht genügend Flottenkredits haben, um alle ihre Dienstoffiziersauftragsslots vollständig zu haben. Schauen wir mal. Nächster. Das zweite Kader, das ist da unten. Wieder ein Waffenpack, das ist das siebte. Alter Verwalter! Halbzeit! Und wir haben unser TS6-Schiff. Es ist ja nicht zu glauben. Die 25. Box. Die 25. Box war die Glücksbox. Es ist nicht zu glauben. Wir haben ein TS6-Schiff bekommen. Das wird die Keldon. Ja, absoluter Wahnsinn. Mega, mega, mega. Da brauche ich dafür schon mal keine Energy Credits auszugeben, weil ich habe nämlich nur noch 886 Millionen. Eine Keldon hätte 1,2 Millionen gekostet und weiß der Hühnervogel, wann irgendwann mal wieder ein Lobby Sale ist, wo die Keldon für 1200 Lobby zu haben ist. Aber wenn ich natürlich sowas habe, dann hole ich mir eine Keldon damit. Ja, natürlich. Ein R&D-Pack nochmal. Ein Borg-Spezialist, die sind relativ teuer. Das weiß ich. Also bin ich auch froh, dass ich einer von denen habe. Die kann ich gut verkaufen.
Wieder Waffenpack, nochmal ein Waffenpack. Jetzt haben wir hier terranische Empire-Kits. Das werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Ja, das ist mega. Das ist absolut geil, dass ich jetzt hier so ein Schiffspack bekommen habe. Dann kriege ich hier den zweiten Delizium-Claim. Das dritte Tier 5 Schiff. Ein Waffenpack. Das zehnte mittlerweile. Zweites Kit-Modul. Was ist das? Ah, das ist wieder ein Dienstoffizier. Dienstoffiziersaufgaben-Dingens. Wieder ein R&D-Pack, ist schon Nummer 5. Das 11. Waffenpack. Die scheinen sehr beliebt zu sein. Wieder ein Gamma-Research-Pack, was ist das denn? Ein fluidisches Kit. Und das ist nur blau. Oh je, gut. Dann wieder ein R&D-Pack. Dann Personal Trade Space, okay. Das andere war Ground, alles klar. 12. Waffenpack. Das 7. auch, die sind auch relativ häufig schon. Das 7. R&D-Pack. Und wieder ein Dienstoffiziers vom Spiegeluniversum. Dann haben wir hier wieder eine Konsole. Da bin ich froh, wenn ich möglichst viele von denen kriege. Das 3. Dienstoffizierskader. Das 8. R&D-Pack. Nochmal Cross-Faction Console, die 3. Sehr schön. Nochmal ein Space Trade und ein 750er Rufmarkenpool. Die kann man aber auch im Austausch verkaufen, das weiß ich. Sehr schön. Also 250 Lobby, die darf ich natürlich auch nicht kleinreden. 250 Lobby, das bringt uns auf 2860. Ja, das ist mega. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Ausgang. Ich hätte nicht erwartet, dass ich ein Tier 6 Schiff bekomme. Aus 50 Schlüsseln. Bei 25 hat es zugeschlagen. Ja, das ist mega, mega geil. Die Tier 5 Schiffe werde ich jetzt nicht groß brauchen können. Aber die werden auch noch ein bisschen Energy Credits abgeben. Also man soll sich hier vielleicht jetzt nicht gerade den Hirochen holen. Der ist für 1 Million. Aber es gibt durchaus Tier 5 Schiffe im Austausch, die kosten so um die 60, 70 Millionen. Das ist ganz okay. Schauen wir mal, was wir da noch rausholen können. Also, wir haben unsere Keldon. Ich bin sehr, sehr überrascht, dass das geklappt hat. Ja, machen wir sie doch gleich auf. Weil das hier ist sowieso charaktergebunden, ne? Also, wenn ich das Schiff ausgewählt habe, dann kann ich dann, genau, wir müssen ganz unten anfangen. Ah, der Jem'Hadar Light Battlecruiser ist natürlich da auch drin, logisch. So, jetzt müssen wir, hier ist er, die Cardassianische Keldon. Jetzt haben wir hier die Box und die ist jetzt theoretisch verkäuflich im Austausch. Die haue ich jetzt aber in meine Accountbank. Weil dieses Schiff kriegt dann eben mein Cardassianischer Taktiker. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Also zum Beispiel auch das Harald-Kit, ein bisschen Bodenausrüstung und so weiter und so fort. Da habe ich schon einiges drin. Und ja, das wichtigste Bauteil hat mir gefehlt. Jetzt habe ich es, die Keldon. Damit ist dieser Charakter mehr oder weniger good to go. Was können wir denn hier auswählen? Aha. Ach so, wir können nur, jetzt verstehe ich. Wir können nur die, warum ist eigentlich die Hunter Heavy Escort? Ein lila Schiff und alle anderen sind, dann kann man nur blaue holen. Das ist ein bisschen witzig. Okay, dann wird es nicht allzu teuer werden, weil die Dinger hier, Apu Cruiser und Nihydron und all das Zeug, die sind ja, vielleicht 5 Mille. Ja gut, aber 3 Stück haben wir ja von denen. Das ist ja nicht so schlecht. Sind übrigens auch gute Admiralitätskarten für Free-to-Play-Accounts. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Gut,
Das war's auch schon. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mal ein bisschen ein anderes Video als sonst immer. Und ja, richtig fette Beute gemacht mit dem Tier 6 Schiffskupon für die Kälte. Und da bin ich sehr, sehr glücklich damit. Und Tschüssikowski.